Mach bloß zu den Scheiß. Da ist der Stecker rausgezogen vom Radio. Interessant, das geht trotzdem. Das ist schön hier. Kommen wir hier raus? Ja. So, jetzt will ich aber... Ah, ein Bild. Mutter hat Vater immer nachgewunken, wenn er zur Arbeit gefahren ist. Wirklich? Ach, hier steht das Wort auch, was ich brauche. Guckt mal. Was war das? Oh. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh. Ach, hier macht das. Die dürfen mich nicht anschreien. Wow. Und jetzt? Soll ich hier puzzeln? Gebt ihr jetzt so lange Ruhe? Ein Eckteil. Und? Das kommt dahin. Und das kommt hier hin. Und wo sind die anderen Teile? Oh, hier sind noch mehr. Hör mal auf zu brüllen, das ist bestimmt die Mutter. Hey! Ist ja eklig. Ich habe eine Figur gefunden. Ach, die lag hier. Ah, jetzt kann ich wieder nicht gehen. Ich kann sie mir nicht mal angucken. Warte. Aber ich kann nicht gehen. Also die... Da. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ah nein, da ist noch eins. Oh, die geht mir auf den Sack. Such dir ein anderes Hobby. Ein anderes Hopper. Ein Teil fehlt mir noch. Das sehe ich so schon. Nee, das ist falsch. Ein Teil fehlt noch. Ah, da. Ich versuche, Milch einzugießen. Ich habe so viel verschüttet. Die Geräusche. Als ob hier ein großer Hund drin schläft. Hier sieht man nichts. Hier geht auch nichts. Die Tür geht, also da kann ich wieder was klicken. Oh. Puzzle. Bild. Auto. Der Papa fehlt, der ist ausgemalt. Okay. Oh, ist das hier jetzt vergammelt? Das ist ein bisschen leer, ist auch vier Feeling. Da fehlen noch ein paar. Drei Stück. Ist denn hier noch irgendwo eine Tür jetzt aufgegangen? Es hat hier so rumkrakeelt. Die Garage ist aufgegangen. Da steht ein Auto. Das war vorher nicht hier. Ein Brief. Wieder so eine bescheuerte Rechnung. Nee. Da müssen wir jetzt rüber und dürfen nicht umgefahren werden. So frockmäßig. Ich muss nur eigentlich da eine Lücke finden.
Oh, ich traue mich nicht. Oh, ich traue mich nicht. Ist hier dann auch mal eine größer? Die sind alle gleich groß, ne? Ah, scheiße. Ich hätte warten sollen. Ah, ich kann dazwischen stehen bleiben. Und alles die gleichen Autos. Ja, das habe ich jetzt nicht gelesen, Mami. Ich will das Bild, Mami. Ich auf dem Weg nach oben. Vater hat üblicherweise da oben gearbeitet. Vielleicht können wir mit einem Puzzle spielen, wenn er nicht zu böse ist. Oh Gott! Figure it out. Finde es heraus? Das war wieder ein Schuss. Hier wechselt auch. Ich kann da lang gehen und ich kann da lang gehen. Das ist scheiße, wenn ich überall lang gehen kann. Ich glaube, ich bin wieder am Anfang, ne? Oder geht's hier? Ach, hier geht's weiter. Hier ist wieder eine Tasse. Kann ich aber nichts machen. Hier ist nichts zum Nehmen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich mache auch gleich komische Geräusche. Vielleicht muss ich in Richtung des lauten Hupens gehen. Hör auf, du Hupe! Es wird lauter. Da. Finde es heraus! Ja, ich soll mich erschrecken, ich weiß. Ja, du mich auch. Wo kann ich jetzt lenken? Jetzt kann ich, da ist das Bild. Das Bild hupt. Figure it out. Ich kann nichts weitermachen. Jetzt hakt es auch noch. Als da hinterherlaufen. Ja, doch. Ja, ist ja gut. Ihr braucht ziemlich... Finde es heraus. Nee, geh weg. Ich geh nicht weg. Ich denke, ich soll's herausfinden. Ich warte jetzt erstmal. Das waren wohl Nachlader. Da hat wieder einer geschossen. Ein Baum? Ein Baum. Wo ich nichts machen kann. Ein baumiger Baum. Hier ist falsch. Also, ich komme ja... Hier nicht weiter, also kann ja hier nicht richtig sein. Hier geht's weiter. Wir hören's wieder, ne? Alberung. Ich gehe hier mal lang.
Hier geht's aber auch nicht weiter. Ich muss das Bild finden. Oder sagen wir mal so, ich muss den Weg dahin finden. Nehme ich mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber das andere ging ja auch nicht so schnell. Und laufen geht nicht. Der Ton geht mir auch auf den Sack. Hier ist eine Milch. Dingen. Milch. Irgendwas mit Milch muss ja auch gewesen sein. Wer das kennt, wird sich jetzt bestimmt sagen, warum rennt der Idiot denn da andauernd dran vorbei? Ah, jetzt kommen wir höher. Können wir denn hier vielleicht auch... Aua. Ah, hier. Jetzt soll ich es wieder rausfinden. Na gut. Ja, Papa. Ich versuche es. Langsam verstehe ich den Sinn hier jetzt nicht mehr hinter. Das löst sich ja jedes Mal auf und ich kann auch nicht drücken. Das kracht hier bloß mörderisch. Da ist es wieder. Und wie? Jetzt soll ich wieder weggehen? Aber noch ändert sich das Level so ein bisschen, ne? Hier ist wieder so ein Auto. Oh, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir aber ganz woanders. Da. Na endlich. Puh, ganz viel. Das Geschrei der Mutter. Und hier ist auch der Baum. Ich gehe gleich zu dem Bild. Erstmal hier umschauen. Also das für mich assoziiert, dass hier ein Schrei, ein Irrer. Vielleicht hat sie ihm den Wein weggenommen. Hat er ihr den Wein weggenommen? Da, sag ich doch, der hat sich erschossen. Da braucht man auch nichts weiter zu sagen, ne? Da kommen wir raus. Da sind auch die Augen zu. Vielleicht war das auch der irre Schrei, als sie ihren toten Mann entdeckt hat. Hier ist aber nichts weiter zu entdecken. Da ist noch eine Tür aufgegangen. Einer fehlt mir noch. Na gut, den letzten halt, ne? Das ist die Beerdigung, würde ich sagen. Auch wieder so eine schöne Treppe. Mit Wandertapete. Von Wanda. Ich sitze jetzt hier mit schiefem Hals. Das ist doch nicht normal. Welcome. Ja, ich bin willkommen. Ich sag doch Beerdigung. Die haben nur Masken auf. Hast du dich eben zu mir umgeschaut? Oh, da darf ich nicht gegenkommen. Alles klar, alles klar. Wusste ich nicht.
Also wieder so. Jetzt muss ich da wieder hingehen. Wir wollen alle haben. Na gut, das kann noch ein bisschen dauern. Aber es wird schwieriger. Nur minimal, aber es wird schwieriger. So, aber wir wollen ja das Problem der jungen Frau lösen. Und die hat garantiert ihren Vater entdeckt. Von wegen eine glückliche Kindheit. Hier hinten ist der Abstand größer. Dann gehen wir auch wieder nach hinten. Die gucken mich an. Guckt euch das mal an. Hier hinten bewegt sich's langsamer, ne? Ich wollte nach vorn. Brauch gar nicht so zu gucken. Ich wollte, dass der Sarg. Was ist denn das hier? Nein, auf dem hier. Kann ich das ablegen? Komm, Tasse. Ach, hier ist... Oh! Na gut. Sammeln wir Tassen. Kriegt er nicht mehr rauf. Vielleicht habe ich das auch falsch angefangen. Das hätte ich nicht mal wissen sollen, dass das so auch geht. Dann machen wir das da mal als letztes. Hauptsache, ich habe auch genug Tassen. Das konnte ich ja nicht ahnen. Denn alle? Hier noch nicht? Es sind nicht genug Tassen. Scheiße, ich hab's verkehrt gemacht. Auch gar nicht jede Tasse. Mist. Kann man das denn wieder stoppen? Kann ich hier eine Tasse wegnehmen? Ja! Nee. Kommt nicht auf Tempo. Schauen wir. Doch. Was ist Vater da? Jetzt haben wir aber alle Bilder. Bilder, wollte ich sagen. Was ist das für ein komisches Ding hier mit so einem Kulleraugen? Wolltet ihr jetzt immer noch durch die Gegend oder darf ich jetzt einfach zurückgehen und versuchen, das Rätsel zu lösen?
Der Vater ist nicht beim Autounfall gestorben. Wir hatten Geldprobleme. Alles ist also blau. Blau ist die Farbe der Hoffnung. Mal gewesen. So. Den wollen wir mal. Da ist es. Welche Bilder? Sie wollte zum Vater hochgehen. Das würde ich als letztes Bild nehmen. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Nee, das kommt. Kann ich das dahin setzen? Ja. Halt. Der ist da nix. Nicht korrekt. Ach so. Und dann hat sie die Milch verschüttelt. So vielleicht. Das war richtig. Okay, okay, okay. Also sie hatte Durst, hat die Milch verschüttet, ist zum Vater hochgegangen und da hat sie gesehen, wie der sich getötet hat. Von wegen Autounfall. Ne? I remember now. Keine schöne Erinnerung. I was playing tea party. Out in my yard one day, and ja, das war beim Baum, I got richtig. Thirsty, so I went inside to pour myself a glass of milk. It slipped from my hands and spilled everywhere. I went to tell my mom, but she was taking a shower. Genau, und wir sollen zum Vater gehen. So I went to tell my father. Ja, wir haben ja mal an die Tür geklopft he und sie sagte das ja. Was upstairs in his bedroom, and when I opened the door, he had a gun in his mouth. He looked at me and then he shot himself. He shot himself. It was so terrible. I couldn't remember what happened. So my mom, she must have made up the story of the car accident to protect me from ever remembering. But I guess I always knew that was a lie. I always knew. Okay. Traurige Geschichte. Aber wir haben das Problem gelöst. Da steht auch, dass ich eine Errungenschaft freigeschalten habe, aber das kann ich nicht lesen, das ist mir zu klein. Das skaliert hier nicht richtig. Das macht aber nichts. Na gut, wir haben wieder einen Patienten geschafft. Wir wollen mal, jetzt werden wir mal die Auswertung anschauen. Oh, auch wieder 100%, gut. Wird von Dr. Mann, das sind wir sind Dr. Oldman. Eine obdachlose Person aufgenommen nach einem Vorfall in der Öffentlichkeit, verwirrt und aggressiv. Ursache könnte ein Trauma sein. Standard-Interview vor dem Neuroprobing konnte nicht vorschriftsgemäß durchgeführt werden. Ja, aber jetzt nicht jetzt. Das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich mache wieder ein Päuschen und gehe ins Bettchen. Ich danke fürs Zuschauen und gucke mir nochmal diesen Kaktus an. Wenn man dichter rangeht, geht's eigentlich, ne? Naja, denn tschüss.